dass du auch dran denkst, ne? Einfach so geschnitten hat er, ja. Ja, mal kurz, so nebenbei. Klack. Ah, es sieht fast so aus, als wären ein paar Meter jetzt schon weg. Es wird schneller hier. Nicht viel, aber ein bisschen. Also ich muss schon sagen, die Tommy Gun ist richtig gut. Jetzt hat Uga ein schönes neues Poster. Hm? Eine schöne Erinnerung an das, was er zurückgelassen hat. Holy Handyschaden. So, jetzt muss ich in mein Haus. Ach Gott, wo bringe ich denn diese Actionfigur noch unter? Hier ist ja so wenig Platz. Werf doch den Schleim raus. Okay, gut. Gut, gut. Das hier, das kommt irgendwie da rein, ja. So. Stirb, gib mir Batterien. Nein. Batterien für Freelance. Vielleicht haben wir die negativen Batterien reingelegt oder falsch rum gepolt. Und deswegen ist sie so negativ. Hörst du? Das ist ganz schlimm. Das klingt mehr als nur nach einer garstigen Dysthymie. Ja. Verdammte Knochen, wo kommen denn die Knochen hin? Meistens ja auf einen Friedhof, aber dahin haben die es nicht mehr gepackt. Ja, die Ärzte, die kann man ja mal verarbeiten, dann wird ja auch wieder ein bisschen... Brauchen wir einen besseren Body. Hä? Besseren Body? Auch wieder für Freelance? Und bessere Booster und alles besser. Es müsste eine Sortierfunktion geben hier. Oh, holy. Aber viel wichtiger ist die Ordnung in den Gedanken. So wie bei Terraria am Montag. Da gibt es eine tolle Sortierfunktion. Oh, verreckt. Nein, nicht auf mich schießen. Verreckt, nein, nicht auf mich schießen. Ja, so knüpft man keine Freundschaften. Verreckt ohne Gegenwehr. Willkommen zurück, Belly. Manchmal frage ich mich, was sich der Apex dabei gedacht hat. Er schießt auf Feinde und denkt, die schießen nicht zurück. Aui. Aui? Muss ich ihm später wieder Wundsalbe auftragen? Das klebt immer so scheiße im Fell fest. Da reicht auch kein Rasierer mehr. Ja, das ist toll, wenn der Franz dann anfängt, seine Crew zu erweitern. Ne? Der hat ja jetzt keine Vorbehalte unbedingt. Der kann ja dann theoretisch jeden mitnehmen. Verdammt. Außer bei Floranen muss er vielleicht ein bisschen aufpassen. Nein, ich bin doch Gott sei Dank rechtzeitig abgehauen. Hallo, Lucky. Hi. Wie geht es denn? Boah. Ah. Ihr habt so viel Scheiß. Viel zu viel Scheiß. Das klingt nach einem schweren Tag. Warum steht ein Vogel hier und putzt sich den Schnabel? Joel, zur Zeit ist Twitch sowieso ganz super. Vergessen. Hier kommen die Samen rein. Gut. Werden wieder nützlich sein. Oh, den Kaffee, den wollte ich ja unbedingt anpflanzen. Das sollte ich nicht vergessen. Wobei mir Tee ja lieber wäre. Okay. Töpf. Töpf. Bald ist man dann oben. Um jetzt auch mal wieder was anderes anzusprechen. Habt ihr es gesehen? Vorhin ist auch die Alpha 7.0 von Empyrean rausgekommen. Was? Was ist gekommen? Du warst wieder abgehackt. Die Alpha 7 von Empyrean ist draußen. Wahrscheinlich wieder buggy wie sonst noch was. Wer weiß. Aber ich habe mir auch mal ein paar Sachen überlegt, was wir, wenn wir denn dann irgendwas abwechselnd mit Starbound spielen wollen, was wir machen können. Ein paar Titel wurden schon genannt. Da muss ich aber gerade mal kurz gucken. Nee, wenn ich jetzt gucke, ach, dann stürzt Fraps wieder ab. Ja, natürlich macht es das, aber egal. Ja, wie poste ich das jetzt am besten? Vielleicht am besten in Discord. Genau. So. Und jetzt Aufnahme. Ja. Wir verweigern uns. So, okay, bin wieder da. Allerdings weiß ich da bei einigen von den Spielen noch nicht, wie der Multiplayer genau aussieht. Ob das gut funktioniert. Ja, muss ich gucken, Smo. Also ich werde den Server jetzt erstmal nicht mehr anschalten, weil für mich ist das gerade... Zu buggy. ...sehr, sehr enttäuschend gewesen. Franz, lernst du etwa die Sprache der Gefiederten? Nein, Opa, natürlich nicht. Ich habe sie nur wundertoll begrüßt.
Vielleicht erhöht das ihre Abeierrate. So, ein bisschen Milch trinken, ein bisschen Kuhsaft. Direkt von der Erzeuger-Rin. Ich meine, sind die Schweine Nienchen? Haben die ein Geschlecht? So, jetzt gucken wir mal, was hier der Osselpie geschrieben hat. Ich weiß selbst nicht, was ich geschrieben habe. Als Magiker kenne ich es gut. Ja, das hattest du ja vorgeschlagen. Project Zomboid ist schwer. Rust, ne. Das wäre halt schon wieder dieselbe Art Spiel und ich weiß nicht. Star Trek? Mit Star Trek kann ich gar nicht anfangen. Aber Torchlight, Terraria. So, neue Schriftstücke. Aber mit Terraria kann der China nichts anfangen. Das ist doch wie Starbound, bloß anders. Ist der Schiene überhaupt noch da? Ja, der ist da. Ach so, er sagt bloß nichts. Er ist hochkonzentriert. Ach, verflixt, ich suche doch noch immer diesen blöden Sarkophag. Also irgendwo hat mal einer gelegen. Kann natürlich sein, dass Schiger, ja. Dass der den irgendwo hingesetzt hat, mal oder so. Mass Effect kann man aber nicht zu viert spielen. Tja, nicht? Das ist das Problem. Mass Effect zu viert? Ja, also jederzeit gerne, ne? Drittes. Vielleicht nicht Andromeda, aber die anderen. Dungeon of the Endless, das ist auch so ein bisschen so ein Roguelike. Ist aber ziemlich schwer. Ja, schwer ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ja, es also ist halt. Ich kann jetzt schon extrem sagen, bei den meisten werde ich Nein sagen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe aber zuallererst, um welche zu finden, habe ich mal geguckt, was hat der Tiger denn überhaupt in seiner Sammlung? Ja, was er in der Sammlung kann, was er davon spielt, das sind so zwei Sachen. Ja, das habe ich auch bemerkt. So. Torchlight. Den zweiten Teil habe ich mir auf die Wunschliste gesetzt. Ich glaube, von Torchlight habe ich alle Teile. Also es gibt ja, glaube ich, nur zwei, ne? Oder gibt es auch einen dritten? Den ersten, den habe ich vor einiger Weile mal durchgespielt und ist halt so ein bisschen wie Diablo, nur dass du das wesentlich besser modden kannst und alles. Und natürlich ein bisschen mehr Zeichentrickstil und so. Der erste Diablo, der war ja eh noch, das war noch viel gruseliger wie die anderen. Wenn dann der Butcher auf einmal aus dem Raum rauskam. Weil im Vergleich jetzt gerade, wo wir ja Diablo 3 fertig gemacht haben, ist mir wirklich aufgefallen, der erste Diablo von der Stimmung her war das wirklich ein ganz anderes Ding. Der schönste, ja? Ja. So, Gut, ich wollte ja auch eine andere Food Distribution Station finden, um mit Gewinn zu verkaufen. Ich hätte eine hier. Also, wenn du dich auf mein Schiff beamst. Ja, dann müsstest du aber trotzdem erst hinfliegen, oder bist du da gerade? Warte, ich gehe schnell auf mein Schiff. Zip. Dann fliege ich da mal kurz hin. Weil ich habe gerade eine entdeckt. Ja, Mario Kart generell auch gerne, aber Nintendo, die reißen dir als YouTuber den Arsch auf oder als Streamer. Ist mit Stream und Videos äußert. Du musst was essen. Hier, mein Kind. Oh, das hat jetzt dein Hund gefressen. Dein Hund frisst dir alles weg. Nee, das hab schon ich gekriegt. Ach so. Danke. Aber jetzt frisst die Milch. Irgendwie stehen die alle auf Milch, die Viecher. So, dann gucke ich mal, ob ich Gewinn für uns herausschlagen kann. Dann fliege ich wieder zu dem Schiff. Ja. So, ich habe für 50 bis 100 Pixel eingekauft. Und ja, die Verkaufspreise sollen ja laut unserem Enzyklopädium Schena Tiger ein bisschen höher sein. So 200 oder so, ne? Aber man muss was dafür tun. So, die haben auch ein paar Bauteile hier. Die nehme ich natürlich wieder an mich. Was wollen die damit schon anfangen, ne? Ich habe die Seasons von Diablo nie gespielt. Darüber werde ich auch in meinem Outro zu Diablo 3 ein paar Worte verlieren.
was ich daran positiv und negativ finde, aber wie ich das mit dem Smooth fertig gezockt habe, an dem Tag, da konnte ich nicht mehr, da habe ich dann eine Pause gebraucht irgendwie. Da habe ich das nicht direkt. Ich hab Diablo 3 einmal habe ich durchgespielt, halt, damit ich ein bisschen mitkomme. Mhm. Aber ansonsten. Muss ich denn noch kochen? Hamburger, da muss ich auch erst wieder Relish herstellen. Kiwi-Jam. Ja, wenn ich jetzt eine Kiwi dabei hätte, aber ich habe daheim irgendwo noch eine liegen. Ja, weil ich will das Koch-Achievement unbedingt erspielen hier. Ach, Franz, ich bin so stolz auf dich. Ja, Oma versteht sich ja von selbst. Ja, Ossel ist hier auch. Ja. Tut mir leid, dass ich abgehackt bin, ich weiß auch nicht. Aber das kommt bei Discord manchmal einfach vor. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich irgendwie noch einen anderen Codec einstellen oder so, dass es damit besser klappt. Weil ich glaube, laut genug gesprochen habe ich heute überwiegend. Ich meine, das kann ich jetzt sagen. Wer weiß, ob das Gerät es genauso empfindet. Among the stars looking down upon entire worlds, even an oppressive regime, bla bla bla. Sie spricht von deinem Volk, Uga. Okay. Ich dachte von den Fischen. Wir waren nie oppressiv. Das behauptest du. Das weiß ich, du. Ich habe keine Fehlfunktion wie du. Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Nee, bei dir ist immer einfach alles böse und schlecht und schlimm. Ja, alles bis auf die Guten. Siehst du, du bist falsch gepolt. Irgendwas läuft da nicht richtig. Du verkennst Freund und Feind und gut und schlecht. Nein, wenn ich das tun würde, würde ich ja zum Beispiel auf Uga schießen. Also, als du da neulich diese Floraner-Kinder entwurzelt hast, ne, da wollte ich dir schon was sagen. Aber als Floraner waren, habe ich halt erst mal die Klappe gehalten. Das ist irgendwie die falsche Richtung. Die falsche Richtung? Ja. Nach unten? Jetzt machen die mir schon wieder die Schnauze vor der Tür zu. Dafür klaue ich eure leuchtenden silbernen Steine. Gehst du da? Warum hat der Vogel eine Mr. Spock-Uniform an? Warum nicht? Tja, es ist sehr logisch, wenn man in der Wissenschaftsabteilung arbeitet. Oh, Heal Augment, EPPI. Oh, das ist für mich das Einzige, das wirklich Sinn macht. Also das zu finden, da, also das ist toll. Wenn du es willst, kannst du es haben. Ist leider nur ein Einsatz. Ja, aber ist besser als nix. Aber wenn, dann schmeiß es irgendwo daheim hin, dass ich es irgendwo finde. Ah, ein goldenes Entchen, oh, und ein leerer Metalltisch. Ich habe bisher keinen Händler gefunden. Ah, ich kann die Blueprint mitnehmen, weil ich die schon habe. Die kann ich einem von euch geben, außer ihr habt sie auch schon. Eine Blueprint für einen Mech habe ich übrig, weil ich die schon hatte. Das ist gut für uns anderen. Ja, es sind gute Füße. Also überall 3 von 5. Okay, ja, das ist gut. Bist du sicher, dass das eine Food Distribution Station war? Ist das da gestanden? Moment, ich guck nochmal. Ah ja, ja, ich habe den Koch gefunden. Ja. Okay, alles in Ordnung. Ist gerade eben aufgetaucht. So, und die... Die kaufen nur Medical Supplies an, aber ich kann... Ja, okay, dann kaufe ich halt hier auch noch Food Rations und tue sie woanders wieder verkaufen. Da wird hoffentlich was bei rausspringen. Denk dran, Franz, Magnate sind seelenlose Leuteschinder. So, dafür klaue ich euer Essen. Das habt ihr jetzt davon. Hey, great to see you. Wir kennen uns doch gar nicht. Ja, darum finden sie es ja toll, dich zu sehen. Ja, Freelance, Freelance, Freelance. Was soll man mit dir noch machen? Wie kann so eine miserable Existenz, wie kann dich das überhaupt erfüllen? Wie kannst du da noch leben? Ärgerst du dich über meine Aussagen? Manchmal, aber ich versuche es, sie sein zu lassen wie ein Popel, der sich zwischen den Nasenhaaren vor dem suchend bohrenden Finger versteckt. Ja, da bin ich manchmal mit meiner Existenz ganz zufrieden. Wir müssen sie unbedingt zur Änderungsbereitschaft motivieren. Aber wie?
Uga, wir müssen was machen mit diesem Robotermädchen. Was willst du denn machen? Keine Ahnung. Windows Vista erstmal deinstallieren. Und dann mal weitergucken. Ich habe schon einen anderen Waffen an. Die Minigun ist gut. Die ist besser als das Flakgeschütz. Mach auf jeden Fall schon mal schneller Schaden. Ach ja, ich habe da unten ja eine Flagge gesetzt, aber ich sollte mir was Neues zu essen holen, bevor ich da weitergehe. Denn nur mit vollem Magen kann man auch die Situation richtig einschätzen. Nur koche ich mir einfach wieder Reis oder mache ich was Leckereres? So. Und so wie es aussieht, ist Lucky auch wieder auf großer Fahrt, denn zu Hause ist sie nicht. So. Wir holen sich mal wieder doch, kann ich. Und dann geht's so kann ein bisschen. Ich auch, aber der Bohrer hilft mir teilweise, die Gegner von mir wegzuhalten. Aber ich habe einen Arm gekriegt, der sich anhörte wie ein Staubsauger. What? Ein Chainsaw-Arm, glaube ich, war das. Oh. Ja, das klingt toll. Na toll, jetzt haben wir noch ein Kettensägen-Massaker hier. Ich ziehe lauter tote Fischstäbchen. Ich gebe Uga keinen Grund zum Anlass, damit auf mich loszugehen. Im Gegensatz zu dir. So. Der Boden ist nass, der Käfer auch. Aber die Kiwis sind noch nicht gut. Schade. Genau, machen wir wieder eine Runde Schokolade. Schokolade ist gesund und hält die Sardelle munter. Ja, sie funktioniert ja auch nur auf. Ich finde euch alle an. Krieg ich dann echt bald rosa Backen. Jetzt steht das Schweinenienchen hier. Ich will doch nur Schokolade machen. Jetzt stellt sich's davor. So. Vielleicht steht es ganz stolz da, weil es weiß, dass es seine Milch ist, die da drin ist. Willkommen zurück, Floris Yalum. Wisst ihr was? Unsere Kühlschränke sind noch nicht voll. Yalum ist wieder da. Naja, ich habe ja heute auch eher andere Sachen gemacht bisher. Ja. Denn es ist immer noch befremdlich, dass das Scheißhaus in der Nähe der Farm liegt. Cannon Mac Arm, okay. Fire Resist Augment PP. Zap. Jetzt gucken wir mal, was wir craften können. Jetzt haben wir schon einiges gefunden an Blueprints. So, okay. Ab in den Teleshop. Teleshop. Solange es nicht der Media Shop ist, ne? Home Shopping Vision Europe. Home Shopping Europe, ja. Sag mal hier, Hostile Ship. Ich glaube, das werde ich mal raiden. Musst aber gucken, was das für ein Ding hat, ne? Ein Ding. Da war er schon wieder. Ugas Sprachfehler. Ich geb dir gleich einen Sprachfehler. Ja, du musst gucken, was für ein Ding das hat. Okay. Ich habe den Sprachfehler auch gehört. Oh, kennen. Laser Cannon. Was brauche ich dafür? Oh. Bestimmt Bauteile, die wir haben. Cluster Mine Mech Arm. Zum Glück hast du nach dem Cluster Mine gesagt, weil normalerweise kommt da was anderes. Chainsaw Mech Arm. Oh, krass. Kann ich euch die eigentlich geben? Ja, natürlich. Oh. Ich hole jetzt einfach mal kurz Zeug. Und dann zeige ich euch im Stream, was ich machen kann. Und ihr könnt mir sagen, ob wir was haben wollen. Au! Ob wir was haben wollen? Wir wollen nie mehr haben. Oder was wir haben. Oh, feindselige Jägerschwadrone. Also sind das die Dinge, auf die ich gucken sollte? Es sind viele Dinge da. Aber sie kommen irgendwie nicht ganz gegen mich an, okay. Aber die Laser Cannon wird gekauft. Alles. Ha! Und ich bringe RAM-Riegel mit. 4096 Kilobyte.
Gut, hier endet die Folge auch schon, weil Shena da schon geschnitten hatte bei sich. Ja, es war mal wieder viel vom Üblichen. Franz hat wieder ein bisschen rumgekocht. Dann ging's mit dem Mac voran, ein bisschen Beute einsammeln, eine Raumstation abklappern. Mit Gewinn die Waren verkaufen war halt bei der Station leider nicht. Da müssen wir wahrscheinlich eine andere Art von Station anfliegen. Also vielleicht so eine Electronic Station oder eine Weapon Trading Station. Und da werden wir dann wahrscheinlich unsere Nahrungsmittel los. Dann werden wir auch endlich mal sehen, wie sehr sich das ganze Hin- und Herfliegen dann lohnt. Ich meine, es ist eine leichte Aufgabe, die sich wahrscheinlich lohnen kann. Aber ist der Gewinn astronomisch hoch? Können wir uns dann auf die faule Haut legen? Oder ist es halt doch nicht so leicht? Bei der ganzen Rechnung darf man ja auch nicht vergessen, dass wir ein bisschen Sprit verfliegen. Aber ich glaube, das sind jeweils nur 100 Einheiten, also einmal hin und zurück, ne? Das dürfte nicht so sehr ins Gewicht fallen. Naja gut, vielleicht erfahren wir das ja schon beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der heutigen Folge, bedanke mich fürs Einschalten und sag mal bis dann, macht's gut.